Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich habe mich heute Morgen noch mal erinnert an die letzte Kreisvorsitzendentagung, also nicht die vor einem Jahr ungefähr abgesagt wurde, sondern die letzte, die vor über 2 Jahren stattgefunden hat. Matthias und ich haben uns heute Morgen noch mal daran erinnert, das war die Kreisvorsitzendentagung, wo es aus der Runde der Kreisvorsitzenden heraus den großen Wunsch gab, dass man das selber mitorganisiert und nicht nur von der Bundesgeschäftsstelle organisiert bekommt. Wir haben diesmal mehrmals nachgefragt, ob es diesmal auch Kreisvorsitzende gibt, die sich einbringen wollen und mitmachen wollen. Man hatte offensichtlich jetzt ein großes Vertrauen, dass wir das gut vorbereiten. Ich denke, wir haben uns auch Mühe gegeben, das entsprechend vorzubereiten. Aber mir ist auch bewusst, dass als es vor über 2 Jahren den starken Wunsch aus eurer Mitte gab, diese Tagung mit vorzubereiten, dass die Partei in einem anderen Zustand war. Man kann sagen, es kriselte damals etwas. Diesen Zustand haben wir gemeinsam überwunden. Ich möchte euch trotzdem gleich zu Beginn an dieser Stelle ermuntern, dass wir auch in Zukunft die Kreisvorsitzendentagung ruhig als gemeinsames Projekt verstehen, als partizipatives Projekt und uns nicht nur in Krisenzeiten ihr euch das quasi aneignet. Ja, seit der letzten Kreisvorsitzendentagung ist einiges passiert. Die Partei hat sich konsolidiert. Ich glaube, es hat sich strömungsübergreifend ein Zentrum herausgebildet, was dazu beiträgt, dass diese Partei gesellschaftlich Sachen verändern kann. Bernd und mir war nach den Bundestagswahlen wichtig, weil wir haben gemerkt, diese Partei springt oder hetzt von Wahlkampf zu Wahlkampf, und wir wissen, in dem Moment, wo ein Wahlkampf ansteht, ist das so ein wichtiges Ereignis, wo alle Energie darauf geht. Das ist vollkommen selbstverständlich, sei es auf Kreisebene oder seien es Europawahlen. Haben wir gesagt, wir müssen trotzdem dafür Sorge tragen, dass wir nicht unsere ganze Energie nur in Wahlkämpfe stecken, sondern dass wir uns immer wieder vor Augen halten, eine demokratisch-sozialistische Partei hat über das Gewinnen von Wahlen hinaus, das kann man nicht hoch genug einschätzen, erfolgreiche Wahlen, aber darüber hinaus haben wir eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Wir müssen nämlich den Zeitgeist nach links verschieben, in eine progressive Richtung. Nun schauen auch wir als professionelle Partei uns immer wieder Umfragen an, um zu schauen, wie ist so die Stimmung. Das ist vollkommen klar, das gehört zum Geschäft dazu. Aber eins will ich festhalten, unsere Aufgabe ist es nicht, den Zeitgeist hinterherzulaufen, sondern wir müssen ihn beeinflussen. Und dazu haben wir viel zu tun, da ist gerade eure Arbeit in den Kreisen ganz wichtig. Ein Punkt, den wir mit diesem Papier zur Parteientwicklung aufgerufen haben, ist neben der Kampagne, über die wird heute vor allen Dingen Bernd nachmittags reden, der Zukunftskongress. Wir haben uns darauf verständigt, also im Parteiverstand haben wir uns darauf verständigt, wir wollen gemeinsam Ende April einen Zukunftskongress mit euch gemeinsam durchführen. Ganz rechnungshofkonform wird an dem gleichen Wochenende von Seiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung, von Seiten der Bundestagsfraktion und von Seiten der Bundespartei wird es verschiedenste Veranstaltungen geben. Was soll man sich unter dem Zukunftskongress vorstellen? Also es gibt ja gewisse Erfahrungen mit Zukunftskongressen. Da gibt es 2 Extreme, ich beschreibe die jetzt mal sehr zugespitzt. Also es gibt eine Form von Zukunftskongress, wo man sehr nüchtern und kritisch das Bestehende analysiert und dann sagt, ja, und die Zukunft muss ja aus dem Heute entspringen. Diese nüchterne Analyse ist meistens ziemlich deprimierend. Das gehen also die Leute mit herunterhängenden Mundwinkeln raus. Das andere Extrem besteht darin, dass wir auf bunte Karteikärtchen wunderbare Zukunftsentwürfe über die strahlende sozialistische Zukunft entwerfen. Da gehen wir alle mit nach oben gezogenen Mundwinkeln nach Hause. Also finde ich immer gut, Motivation muss sein, es braucht einen utopischen Überschuss. Aber die Frage, wie man von dem nüchternen Heute in das strahlende Übermorgen kommt, diese nicht unbeachtliche Zeitspanne, wie wir die überbrücken sollen oder was wir in unserem konkreten politischen Handeln tun können, um die Weichen in Richtung eines besseren Morgens zu stellen, die ist häufig auch bei diesem Extrem unbeantwortet geblieben. Und wir wollen halt genau diese Zeitspanne, also die Frage, wie kann man im Hier und Heute anknüpfen, aber Weichen deutlich anders stellen, dass man auch gesellschaftlich Kräfte und Machtverhältnisse grundlegend verändert. Das ist eine wichtige Aufgabe. Ich glaube, die ist in der Vergangenheit bei linken Strategie-Debatten häufig zu kurz gekommen. Der wollen wir uns aber stellen. Wir werden in den nächsten Tagen auch schriftlich an die Partei rausgeben, ein Call for Ideas oder einen Aufruf, sich mit Ideen einzubringen.
Ich sage gleich, worum es uns mit diesem Aufruf weniger geht, ist eine Auflistung, welche Themen alle wichtig sind. Also wir sind im Parteivorstand in der Bundestagsfraktion fachpolitisch ganz breit aufgestellt und ich kann euch versichern, es gibt kein unwichtiges Thema. So. Also wozu wir euch eher ermuntern möchten, ist, in den Kreisen zu diskutieren, wie könnte ein Workshop sein, wen sollte man einladen als Referent, vielleicht auch, wie können methodisch ein anderes Angebot sein. Also nicht, dass ihr denkt, wir sind ideenlos, wir diskutieren das in Runden, bereiten da auch Sachen vor, aber jetzt ist halt der Moment, wo wir auch ganz herzlich euch in den Kreisen bitten, das zu diskutieren und uns dann Ideen zuzuschicken, damit wir das als einen gemeinsamen Kongress vorbereiten. Ja, liebe Genossen und Genossen, ich möchte jetzt nicht die Wahlen, die stattgefunden haben, im Detail auswerten, auch wenn es an diesem Wochenende in verschiedenen Runden dazu Debatten gegeben hat. Aber weil auch viel über das Brandenburger Wahlergebnis gesagt wurde, möchte ich auf ein ganz aktuelles politisches Thema eingehen. Es hat ja im Bundesrat die Abstimmung über die deutliche Verschlechterung des Asylrechts gegeben. Und ich weiß von unseren Brandenburger Genossinnen und Genossen, dass es einen enormen Druck auf das rot-rote Brandenburg gab, zuzustimmen. Es hat richtig viel Geld ist geboten worden, sage ich mal, um sie zu einer Zustimmung zu bewegen. Aber das rot-rote Brandenburg hat gestanden und hat Nein dazu gesagt. Und vor diesem Hintergrund finde ich es umso während das reiche, grün geführte Baden-Württemberg eingeknickt ist. Und ich finde, das ist ein verheerendes Signal. Nicht nur, weil es eine extreme Verschlechterung für viele Flüchtlinge bedeutet, sondern auch, rufen wir uns doch mal in Erinnerung, in was für einer gesellschaftlichen Situation wir sind. Wir haben mit den 3 Landtagswahlen beobachtbar einen gesellschaftlichen Rechtsruck. Davon zeugt das, unter anderem das Wahlergebnis der AfD. Und wenn man jetzt in so einer Situation im Bundesrat ein Signal gesetzt hätte, was da heißt, wir beugen uns diesem Rechtsruck nicht, ganz im Gegenteil, jetzt zeigen wir Flagge und setzen uns für Flüchtlinge und Asylbewerber ein, das wäre ein großartiges Signal gewesen. Das grün geführte Baden-Württemberg hat dieses Signal verhindert und deswegen an dieser Stelle Riesendank ans rot-rote Brandenburg und ein großes Bu an das grüne Baden-Württemberg. Ich habe schon mit einem sächsischen Kreisvorsitzenden gerade über die Situation im AfD gesprochen und ich glaube, das beschäftigt uns alle. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, das ist auch deswegen wichtig, weil wir haben in allen 3 Landtagswahlen doch einiges an Wählern verloren an die AfD. Einige Medienvertreter machen jetzt daraus den Spin, ja, das heißt ja, rechts ist gleich links. Und eine Journalistin hat mir sogar gesagt, ja, das liegt an unaufgearbeiteter DDR-Vergangenheit, dass jetzt die AfD so viel Zulauf hat. Also ich finde, das sollten wir uns nicht einreden lassen, denn dieser Spin ist nichts anderes als die Neuauflage dieser schrecklichen Extremismustheorie. Wir müssen hingegen ganz klar sagen, die Gesellschaft als Ganzes hat ein Problem, weil rassistische, antisemitische, schwulenfeindliche Positionen sind anknüpfungsfähig bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und die Verantwortung von Politik in dieser Situation ist es, alles, aber auch alles zu tun, um solchen Ressentiments entgegenzuwirken, aber nicht sie noch zu bedienen. Wie gehen wir nun mit der AfD um? Ich weiß, dass es in den 3 Landtagsfraktionen eine Debatte gibt. Behandelt man sie gleichermaßen wie die NPD oder geht man anders damit um? Ich kann nur sagen, was wir jetzt so auf was wir aus Bundessicht damit machen. Ich glaube, wir können sie nicht ignorieren, wir müssen sie politisch stellen. Und zwar müssen wir sie politisch bei dem stellen, was sie behaupten zu sein. In Brandenburg hat die AfD unter anderem damit gepunktet, dass sie sich als die Partei, die für mehr Sicherheit, für mehr Polizei steht. Die AfD ist aber die Partei, die in besonderem Maße für eine Schuldenbremse ist und gleichermaßen für Steuererlasse für die Reichen. Wer Reichen Steuergeschenke machen will, sorgt dafür, dass die öffentlichen Kassen noch leerer werden und leere öffentliche Kassen können nicht für mehr Polizei sorgen. Hier hat die AfD einfach mal Widersprüche. Zweitens, wir sind, glaube ich, die Partei, die die AfD in einer Art und Weise politisch stellen kann wie keine andere Partei. Wir müssen sie nämlich sozialpolitisch stellen. Wir wissen von einigen Leuten, die AfD gewählt haben, weil sie einfach mal wieder sozialen Protest ausdrücken wollten. Für sozialen Protest ist die AfD die falsche Adresse. Die Spitzen der AfD haben jahrelang, ja jahrzehntelang sich stark gemacht für Lohn- und Rentenkürzung. Die AfD
profitiert von einer Anti-Establishment-Stimmung. Wir müssen deutlich machen, an der Spitze der AfD stehen unsoziale Eliten, Eliten, die eher eine Haltung haben mit eurer Armut kotzt uns an. Und ich finde, die Leute, die da von den AfD-Spitzen vor die Füße erbrochen bekommen, sind schlecht beraten, diese AfD noch zu stärken. Und ich finde, wir sollten auch immer wieder erzählen, was einer der Sprecher der AfD noch vor einigen Jahren im Feuilleton verkündet hat. Er hat erzählt, Netto-Staatsprofiteuren, damit meint er so schlimme Gesellen wie Beamte, Rentner und Erwerbslose, denen sollte man mal einfach das Wahlrecht entziehen. Die würden ja nichts leisten. Ich finde, auch das müssen wir weiter erzählen, was für ein antidemokratisches Verständnis die AfD hat. Nun gibt es auch eine Debatte, inwieweit man, um Wähler zurückzugewinnen, jetzt latent Ressentiments bedienen sollte. Ich meine, gerade wenn es einen gesellschaftlichen Rechtsruck gibt, ist es unsere Aufgabe als Linke, deutlich dagegen zu halten. Und wir sollten nicht versuchen, indem wir jetzt irgendwie Ressentiments bedienen, Wähler zu gewinnen, sondern wir sollten eher versuchen, Leute, die sich verabschiedet haben ins Nichtwählermilieu, zu gewinnen und zu sagen, Leute, hier droht ein Rechtsruck. In dieser Zeit heißt es Flagge zeigen für Vielfalt und für Weltoffenheit. Nun wollen wir heute vor allen Dingen über kommunale Themen reden, über auch die Finanzsituation der Kommunen. Aber ich glaube, in Zeiten wie diesen kommt man nicht umhin, auch bei einer Kreisvorsitzenden-Tagung was zur Außenpolitik zu sagen. Wir haben ja alle erlebt diesen Sommer, wenn man die Nachrichten angeschaut hat, das war ja 90% der Sendezeit war Berichte über Kriegs- und Krisenherde. Und wenn man Glück hatte, gab es noch mal eine Nachricht zur Innenpolitik, was auch nicht eine leichte Situation für uns ist, weil wir natürlich weiterhin diese große Koalition innenpolitisch stellen müssen. Ich fand aber eins doch sehr bedenklich, dass obwohl dieses Jahr das Jahr der großen Gedenktage ist, 100 Jahre Erster Weltkrieg, 75 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg, herrscht von der Regierung in diesem Land eine unglaubliche Geschichtsvergessenheit. Und ein besonderer Ausdruck für diese Geschichtsvergessenheit war meiner Meinung nach die Rede von Bundespräsident Joachim Gauck, also direkt am 1. September, dem Tag, wo Deutschland den Zweiten Weltkrieg begonnen hat, vor 75 Jahren. Und Gauck redet doch in diesem Tag in Polen, ohne die 30 Millionen sowjetische Kriegsopfer mit einem Wort zu erwähnen. Das ist eine üble Form von Geschichtsvergessenheit. Und dann redet er über Russlands Rolle im Ukraine-Konflikt und sage ich, mir ist schon klar, dass Putin da kein, sag ich mal, Friedensengel ist. Er hat selber mit zur Eskalation der Situation beigetragen. Aber wir wissen auch, dass er es nicht alleine war, sondern im Ukraine-Konflikt haben sich die verschiedensten Seiten höchst sträflich verhalten gegenüber der ukrainischen Bevölkerung und einseitige Schuldzuweisung wären einfach der Situation nicht gerecht. Aber Gauck hat in dieser Situation Folgendes gesagt, wir müssen die Politik und die Verteidigungsbereitschaft den neuen Umständen anpassen. Wir müssen die Verteidigungsbereitschaft den neuen Umständen anpassen. Damit hat der Bundespräsident das Feld der Diplomatie verlassen und hat sich aufs Feld militärischer Drohungen begeben. Und ich war sehr froh, dass wenigstens mit Heribert Prantl ein Journalist geschrieben hat, wenn der Bundespräsident klingt wie der NATO-Generalsekretär, dann ist Kritik mehr als angebracht. Und wir als Linke haben diese Kritik sehr deutlich geäußert. Für uns war der 1. September vor allen Dingen der Weltfriedenstag, an dem wir vom Bundestag nochmal darauf hingewiesen haben, dass dass Krieg eben nicht die Ultima Ratio der Politik ist, sondern immer noch die Ultima Irratio der Politik. Leider musste man auch am 1. September die SPD an diesen Ausspruch von Willy Brandt erinnern. Denn kurz nachdem wir das Plakat draußen enthüllt haben, hat ja im Bundestag eine große Mehrheit für Waffenexporte in den Nordirak gestimmt. Ich bin froh, dass die linke Bundestagsfraktion da geschlossen dagegen gestimmt hat. Aber wenn wir über die Situation in der Welt reden und über die Militarisierung, möchte ich auch hier die Gelegenheit nutzen, um zu werben für einen Aktionstag, den wir von der Bundesgeschäftsstelle mit vorbereitet haben. Es gibt eine breite Verständigung auch in Bewegung, dass der 4. Oktober ein Aktionstag gegen die weitere Anschaffung von Drohnen sein soll. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil die zunehmende Militarisierung der Gesellschaft
oder die gesellschaftliche Mobilmachung geht ja auch einher mit so der Illusion, man könnte Kriege so ganz schnell als wie so ein Eingriff, ja, ohne dass da Menschen groß zu Schaden kommen. Und die Anschaffung der Drohnen steht ja für diese Ideologie. Also man sieht das manchmal so in Hollywood-Filmen. Ne? Das geht dann so ganz schnell und dann sind alle Bösewichte weg. Und wir meinen halt, genau dieser Ideologie muss man was entgegensetzen. Und deswegen haben wir gesagt, der 4. Oktober wird ein Tag sein, der unter dem Motto steht, rote Drachen steigen lassen, statt Drohnen anzuschaffen. Ich möchte euch alle auffordern, vor Ort diese Aktion mit zu unterstützen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte den heutigen Tag auch noch nutzen, um ein paar Bitten zu äußern. Und zwar Bitten, die auch von Bundesarbeitsgemeinschaften oder Zusammenschlüssen an uns herangetragen wurden. Zum einen eine Bitte, die aus den Reihen der Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV kommt. Ihr wisst, wir haben immer wieder das Problem, dass es Leute gibt, die sich Fahrtkosten aus ihren eigenen Tasche heraus nicht leisten können und die müssen vorher beantragt werden. Ich weiß, dass es in ganz vielen Kreisen super Regelungen gibt, dass man das sehr solidarisch damit umgeht. Unsere Bitte in diesem Zusammenhang ist nochmal, versucht da vor Ort Lösungen zu finden, die die Betroffenen nicht in die Situation versetzen, dass sie das Gefühl haben, sie sind jetzt Bittsteller. Oder wir wissen, dass es auch natürlich politische Konflikte in Kreisen gibt, das ist vollkommen okay, die müssen auch ausgetragen werden, aber lasst uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass nicht der Eindruck entsteht, so ein politischer Konflikt wird irgendwie über Fragen von Fahrtkostenzuschüssen dann ausgelebt. Also deswegen einfach meine Bitte, lasst uns das, was wir gesellschaftlich fordern, solidarisch umzugehen mit denjenigen, die nicht so viel Geld haben für politische Teilhabe, auch bei uns selber praktizieren. Und die zweite Bitte ist eine von der BAG, selbstbestimmte Behindertenpolitik. Wir haben von Bundesseite immer sehr viel unternommen, um barrierefreier zu sein, um Inklusion zu leben. Wohl wissen, dass dem auch manchmal einfach durch Finanzen Grenzen gesetzt sind, aber wo es geht, bei der Raumbestellung etc., achtet darauf, dass wir Barrierefreiheit selber praktizieren. Ja, liebe Genossen und Genossen, es ist einiges passiert seit der letzten Kreisvorsitzenden-Tagung. Ich finde, wir stehen ganz gut da. Natürlich haben wir auch noch die eine oder andere schlechte Angewohnheit, da wollen wir gar nicht drüber hinwegschauen. Es gibt immer noch manchmal bei uns die Angewohnheit, dass man mehr Energie darauf verwendet, wie der innerparteiliche Geländegewinn ist. Ich meine immer, oder das, wir haben ja auch diesen Frühsommer erlebt, wenn es eine kleine Gruppe mit privilegierten Kontakten zum Spiegel gibt, kann die immer noch eine Partei in Aufruhr versetzen. Ich finde, und davon zeugt eigentlich viele Arbeit, die ich in den Kreisen erlebe, wir sollten uns gemeinsam darauf verständigen, das Maß, an dem wir uns messen, ist immer das Maß, in dem wir gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben, weil es ist die Gesellschaft, in der wir Kämpfe und Erfolge erzielen wollen und weniger die innerparteilichen Geländegewinne, die uns bewegen sollten. Und einige von euch wissen es, ich bekomme von meinem Büro alle paar Wochen mal einen Kreisverbandsreport, wo so aufgezählt ist, wie es Kreise von uns in die Medien geschafft haben, was es für Aktionen gibt. Und ich kann nur sagen, für mich ist immer diese Lektüre des Kreisverbandsreports ein Quell wahrer Freude. Also manchmal, wenn man ein bisschen gestresst ist, nehme ich mir dann diesen Report vor und lese mir durch, was ihr so in den Kreisen macht. Und kann nur sagen, ich finde es immer wieder toll, mit wie viel Fantasie, wie viel Kreativität in den Kreisen große linke Themen runtergebrochen werden und angesprochen werden. Wisst ihr, und wir leben ja manchmal in Zeiten, wo so der Eindruck erweckt wird, es gibt kein Links-Rechts mehr. Gerade hier vor Ort in der Kommune ist es doch egal, ob es Schwarzer oder ein Roter da im Kreistag sitzt und was macht. Und ich kann nur sagen, viele der Aktionen und Aktivitäten, die ihr in den Kreisen macht, zeigen, es gibt eben einen Unterschied zwischen konservativer und linker Kommunalpolitik. Es ist toll, was da läuft und man kann die großen gesellschaftlichen Themen eben immer auch in den Kommunen, in den Kreisen runterbrechen. Sei es, dass man in Bonn sich dafür eingesetzt hat, dass eine Betriebsprüferin eingesetzt wird, die einfach mal den Unternehmen ein bisschen auf die Finger schaut und dass da in den letzten Jahren einiges schiefgelaufen ist, hat man daran gesehen, diese Betriebsprüferin hat im ersten Vierteljahr ihrer Arbeit eine 250.000 steuerliche Mehreinnahmen organisiert, ja. Nur ist mir ja bewusst, wir können die schwierige finanzielle Situation der Kommunen nicht einfach durch kommunale Betriebsprüfer lösen. Da braucht es schon auch eine andere Steuerpolitik. Da kann ich euch im Namen der Bundestagsfraktion versprechen, da kämpfen wir dafür. Und Axel Trost, stellvertretender Parteivorsitzender, hat ja sich sehr stark gemacht für einen alternativen Länderfinanzausgleich von links gedacht. Da ist natürlich ein Schwerpunkt, die finanzielle Situation der Kommunen zu verbessern. Wir müssen jetzt bloß noch dafür sorgen, dass das in der Bundesrepublik Deutschland auch umgesetzt wird. Aber auch so große Themen wie die Frage nach Eigentum,
ja gut, es ist nicht so einfach, aber wir arbeiten dran. Oder große Themen wie die Frage von Eigentum können halt auch in den Kommunen thematisiert werden. Sei es die vielen Volksentscheide, die es in den letzten Jahren gegeben hat für Rekommunalisierung, aber auch um zu verhindern, dass Krankenhäuser privatisiert werden. Und das waren immer wieder auch Momente, wo wir als Linke, als Zivilgesellschaft einen echten Erfolg hatten. Oder wenn ich höre, dass in Gotha, da war Bernd dabei, in Rhein-Sieg war ich zu Besuch, es sehr schöne Aktionen gibt für fahrscheinfreien Bus- und Bahnverkehr. Ich finde, da klingt so an, dass links im Hier und Heute was verändert und den Horizont nochmal öffnet für eine ganz andere Gesellschaft. Also das ist toll. Und selbst unsere strikte antimilitaristische Haltung kann in den Kreisen, zum Beispiel gab es Aktionen eurerseits, wo man deutlich gemacht hat, wir wollen nicht, dass die Bundeswehr an Schulen geht, um schon Kinder zu rekrutieren und Werbung zu machen. Wenn die Bundeswehr an Schulen geht, ist das ein Teil der Militarisierung der Gesellschaft und das wollen wir nicht. Oder die große Frage, wie bezahlbares Wohnen, da kämpfen wir natürlich auf Bundesebene für Mietbremsen, die diesen Namen auch verdienen, für mehr sozialen Wohnungsbau, aber eben auch, ich weiß von vielen Kreisen, die sich stark gemacht haben, dafür gemacht haben, dass die Mietpreisspiegel überprüft werden, dass man eben nicht mit schlecht berechneten dann nochmal eine Ausrede hat, die Mieten hochzusetzen. Kurzum, ihr in den Kreisen seid das Fundament linker Politik und dafür deswegen vielen Dank für eure bisher gearbeitete Leistung.